Ich habe mich gefreut, euch kennenzulernen. Das sind ja viele, kann ich schon als Briefmarke oder als Homepage. Also es hat sich für mich gelohnt, herzukommen. Ich lerne immer von den Fragen, die mir selber nicht kommen. Das müsste man auch überlegen. Und jetzt, ich mag immer, also Substantive haben ja was, die heile Erde haben ja etwas Statisches. Und Heilung ist ja etwas, was ein Zustand ist. Wir können nicht sagen, jetzt ist die Erde heil, jetzt setzen wir uns aufs Sofa, holen ein Bier und machen Netflix an. Das passiert nicht. Also wir müssen praktisch das Therapeutische in uns immer wieder wach machen, um das zu heilen. Und das ist ja nicht nur der Erde gegenüber, sondern du hast ja gesagt, wie man das auch zwischen Menschen gehen kann, dass man dafür sorgt, dass das Beste, was im Menschen ist, denn der Mensch ist gut und böse, nicht nur gut oder böse, sondern gut und böse, dass das Gute rauskommen kann. Ne? Obwohl das Böse erst im Vordergrund ist. Ne? Also das müssen wir schaffen, dass wir uns gegenseitig davon erlösen, dass der andere den bösen Wolf in sich nähren muss oder dass er den guten Wolf in sich nähren kann. Ihr kennt die Geschichte mit dem Indianer. Und nicht nur im Persönlichen, sondern auch Gesellschaft müssen wir solche Einrichtungen haben, dass die Einrichtungen das Gute im Menschen rauskommen lassen. Also der gute alte Schiller hat gesagt, der Mensch ist noch nicht viel, wenn er satt ist und warm hat, aber er muss satt sein und warm haben, damit sich das Beste in ihm regen kann. Und ihr wisst, wie Eleanor Ostrom hat gesagt, die Gesellschaft tut gut daran, Einrichtungen zu schaffen, dass das Gute, das Beste am Menschen herauskommen kann. Und dazu gehört dann eben auch das, dass wir uns therapeutisch begegnen, auch mit der Erde. Denn wie die Südamerikaner sagen, Pachamama ist ja das Leben, was wir geschenkt bekommen haben, von Leuten, die es auch geschenkt bekommen haben. Wir wissen gar nicht, wo es angefangen hat. Ne? Das müssen wir uns selber erhalten, das ist unsere Aufgabe, eine unserer Aufgaben hier auf dem Planeten. Und das machen wir mit den Geschenken der Erde, die sie für alle ihre Lebewesen gibt, eben auch für die Tiere und für die Pflanzen. Und wir als Menschen haben die Aufgabe, das ist Agrippa von Nettesheim, der hat so eine Aufstellung gemacht, jeder Planet hat Dämonen, aber auch Intelligenzen. Also Intelligenzen jetzt nicht im Sinne von Computer, sondern im Sinne von Gärtner. Und wir sind eigentlich als Gärtner, dass wir also auch für die Tiere und für die Pflanzen und für uns sorgen und auch für die Erde als Ganzes. Und jetzt kommt das, was bei Buen wie wir dazu kommt, auch für die spirituellen Wesen. Denn kein Einzelner kann glücklich sein, wenn in seiner Umgebung noch ein Mensch unglücklich ist, ein Tier unglücklich ist, eine Pflanze schlecht behandelt wird oder ein Engel. Wenn mein Schutzengel unglücklich ist, dann habe ich es nicht so richtig gemacht. Ne? Und jetzt, das wäre jetzt sowas von Weltfrieden, dass wir also schaffen hier im zisterzienischen Impuls aus dem Urwald, was es wird, wenn wir nichts machen, ein etwas zu machen, wo jedes sein Beet hat, wo jedes seinen Standort hat, an dem es sich bestens entfalten kann, also artgerecht gehalten werden. Und wir müssen uns auch selber artgerecht halten. Und dieser Weltfrieden, was hat er jetzt denn mit dem Geldfrieden zu tun? Ja? Und mit dem Geldfrieden hat er meiner Ansicht nach was zu tun. Rudolf hat gesagt, wir könnten vielleicht auch ohne Geld auskommen. Wir müssen bloß organisieren, dass das, was unter den Dächern produziert wird, auch unter die Dächer kommt, wo es konsumiert werden soll. Und das muss eben gut verteilt werden. Und in einem Kurs, wo ich auch hingegangen bin und das nebenher mir gedacht habe, Buchführungskurs, dass man das Geld als Controlling-Instrument für die Gesundheit des Planeten und die Gesundheit unserer Gesellschaft in dem Sinne, dass wir in der Solidarität der Bedürfniswesen alles das, was wir produziert haben, gut verteilt haben. Wenn das Geld nämlich schlecht verteilt ist, haben wir auch die Güter gut schlecht verteilt. Also wir könnten, das wäre uns praktisch das Fieberthermometer. Und nicht die Geldmenge, sondern die Verteilung. Wir müssen auf die Verteilung gucken. Und dann, dieses Geld hat gar keinen Wert, hat ja jetzt schon keinen Wert mehr. Wir schreiben es einfach immer nur auf. Ne? Und warum können wir das aufschreiben, nicht weglassen? Eben um zu erkennen, ob wir es gut verteilt haben.
Und das war ja auch in Babylonien, die ersten, auf den ersten Schrifttäfelchen stand ja auch 20 Liter Bier auf das Feld gebracht, weil die dann den Gersten geerntet haben. Die haben einfach nur die Verteilung kommentiert. Es gab auch andere Täfelchen, ne? Aber das war ein Inhalt von den Täfelchen. Und in dem Sinne, glaube ich, die Zukunft des Geldes wird es das sein, dass es unser Controlling-Instrument dafür ist, dass wir als Bedürfniswesen dafür sorgen, dass jeder das hat, was er braucht und dass das, was da ist, ordentlich verteilt ist. Und nicht, dass es sich irgendwo anhäuft und einer damit protzt oder einer damit die anderen besticht und Macht ausübt. Ne? Also, das Geld können wir nicht gebrauchen. Das wäre jetzt mein Wort zum Sonntag.